Pünktlich um 2 Uhr gibt Kapellmeister Geist den Auftakt zum Litschauer Stadtfest 1987. Stadtfestes in Litschau. Möchte ich Sie, meine Damen und Herren, im Namen des Musik- und Gesangsvereines Litschau recht herzlich willkommen heißen. Wir hoffen, dass das Wetter mithält. Der Gedanke der Festspiele ist unser Rudolf Gloser, der da beim Fenster rausschaut. Bitte nun, Herrn geschätzten Bürgermeister, die Eröffnung des Stadtfestes zu vollziehen. Bitte schön, Herr Bürgermeister. Liebe Mädchen und Frauen, sehr geehrte Herren Besucher, ich bin noch kein Manneke,
Ich freue mich ungemein, dieses farbenfrohe Bild hier vor mir zu haben unter den herrlichen Linden. Sie alle als liebe Besucher. In diesem Sinne wünsche ich einen sonnigen Nachmittag und einen fröhlichen, vergnügten Abend. Ich freue mich darüber, dass unser Stadtplatz wieder lebt. Glück auf, viel Spaß, viel Freude. Stadtfest in Litschau bedeutet Frohsinn. Und jetzt sehen Sie dann wirklich die Mannequins. Dankeschön. Schau rein nach Litschau, was gibt es da zu sehen? Recht herzliches Grüß Gott bei unserer heutigen Moderevue. Die Werbegemeinschaft Litschau, die Kaufleute von Litschau freuen sich, dass sie alle gekommen sind. Und mit Leopold Kössner wollen wir unsere heutige Modeschau beginnen. Herr Tonmeister, ich bitte um Musik. Und auch unsere Kleinen sind eingekleidet vom Kaufhaus Kössner. Und ich schau. Ich werde auf den Herrn Uwe Lohn, der in einem, ich werde auf den Herrn Uwe Lohn, der in einem,
nächster Zweiteiler und Ihr nächstes Kostüm, das kaufen Sie am besten im Kaufhaus Kössner in Litschau. Wurde diese Werkstracht präsentiert. Es handelt sich dabei um ein Dirndl aus 100% Baumwolle. Die Stoffe dazu, die bekommen Sie in Litschau. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Sure.
In einer halben Stunde mit der Verlosung des Kinderquiz. Willkommen zum langersehnten Ziehungs der Preise des Kinderquiz. Dank der Spendenfreudigkeit unserer Geschäftsleute 54 Sachpreise für das Kinderquiz verlosen. Und Herr Fachlehrer Lenwendl wird das Ganze durchschütteln. Ein Mädel zwischen 4 und 5 Jahren, bitte. Sie kann Glücksfee spielen. Die Kleine dort, die aufzeigt. Einen kleinen Auftrittsapplaus für unsere Glücksfee. Ein Preis für die ganze Familie, nämlich eine Stange Wurst, die Spende von der Fleischhauerei Geißenauer aus Litschau. Als nächstes die Spende von der Firma Svetacek. Also da ein riesen Deutschspiel hat die Stella gewonnen. Das nächste ist wieder etwas Kulinarisches, eine Stange Wiener, die Spende von der Fleischhauerei Würstel aus Litschau. So, und wir kommen natürlich, jetzt steigt die Spannung, zum Hauptpreis. Unser kleiner Glücksbringer greift hinein, tief hinunter.
und der Schein wird kontrolliert. Der Gewinner ist Mädchen, Petra Brennhölder. Rätselschlag 6. Petra Brennhölder, und das ist der Hauptpreis des heutigen Abends. Ein BMX-Rad mit Lift, straßentauglich. Und wir gratulieren der Gewinnerin recht herzlich. Auch für das leibliche Wohl ist bestens vorgesorgt. Seinem Ende entgegen.